Hallo und herzlich willkommen zu Teil 7 von Curse of the Sea Rats. So, ich habe es ja angekündigt oder drüber nachgedacht, mir überlegt, ob ich so weitermachen will mit den 100.000 Erfahrungen, die ich habe, weil es halt einfach ja das Erfahrungssammeln sinnlos macht, wenn wir uns alles kaufen können, was es denn so gibt. Und ich habe mich jetzt entschieden, ja, das ist schlecht, diesen Bug jetzt auszunutzen. Wir wollten den Bug ja gar nicht ausnutzen, aber haben ihn unabsichtlich ausgenutzt. Aber nee, so wollen wir nicht spielen. Wir wollen das Spiel wieder ein bisschen schwerer machen. Ich habe mich jetzt so oft selber getötet, bis ich jetzt nur noch diese 1600 habe. Ich glaube, das ist fair. Und ja, dann müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wieder, was wir denn hier leveln. Ich habe mir jetzt überlegt, wir holen uns das hier, Energie Plus. Dann kriegt man nämlich einen Edelstein mehr. Für 600 Geistenergie. Und dann machen wir noch das hier. Erhöhe deine Gesundheit um 30. Jetzt haben wir 191, haben so gut wie nichts mehr. Und sind aber bereit für den Kampf, würde ich sagen. Bereit für den Kampf. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Das heißt, wir gehen zum Leuchtturm und gehen hier oben lang und gehen dann zu diesen heulenden Klippen. Und da wird das Ganze wieder spannend, weil wir natürlich hier schnell sterben in den heulenden Klippen. Ganz schnell sterben, wenn wir da runterfallen. Deswegen müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie gut wir da klarkommen. Ich hoffe, dass wir dort irgendwie auch noch einen Speicherpunkt bekommen. Oder zumindest ein Portal. Dass wenn wir sterben, dass wir da schnell zurück können. Ich weiß auch nicht genau, ob ich da hin muss. Aber ich habe jetzt keinen anderen Weg jetzt gefunden erstmal. Und da gibt es ja potenziell auf jeden Fall noch Wege. Deswegen schauen wir uns das doch direkt mal an. Da sind wir ja weggegangen, weil wir zu oft gestorben sind, weil da auch das mit dem Bug war. Die Pinguine sind da ja. Aber wir haben jetzt diesen Dash und dieser Dash, der hilft uns schon ganz schön, finde ich. Da kommt man dann einfach noch einen Schritt weiter, kann sich vielleicht irgendwo hinretten. Und ich meine, wir haben hier auch schon das meiste angeguckt, gell? Nur hier rechts geht es eigentlich weiter. Aber das sollten wir uns anschauen. Der offizielle Weg rein ist ja eigentlich gar nicht der hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sonst hin können. Wir können ansonsten nur Schlösser ausprobieren. Und wir haben keinen Schlüssel. Keinen anderen Schlüssel mehr. Also eigentlich nur diese eine Möglichkeit, diesen einen Weg. So, wir gehen jetzt erstmal ganz nach links und gucken, ob wir vielleicht doch da durchkommen. Krass, wie viel der aushält. Komm ich hier runter? Kann ich mich hier runter ducken? Sollte ich das? Ne, okay, geht nicht. Das wäre es auch gewesen, wieder hier dann zu sterben. Ja, Tür ist verschlossen. Das heißt, wir haben den Schlüssel noch nicht. Und da wir eigentlich alle Truhen, wo wir rankommen, aufgemacht haben. Außer die allererste. Die haben wir hier noch nicht aufgemacht. Hier, guckt ihr, da bin ich ein paar Mal hin und her, ein paar Mal gestorben. Vielleicht könnten wir hier hin und vielleicht könnten wir auch mal auf Schiff. Das müssen wir mal probieren. Ich würde gerne in der Luft schießen können. Das ist einfach blöd, dass es nicht geht. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber der Wind hat mich hingeworfen. Aber ist auch gut. Dann können wir gucken, ob es hier vielleicht noch einen Weg gibt. Hier komme ich auch einfach nicht weiter, oder? Keine Chance. Aber wenn es hier nirgendwo weitergeht. Hier nach links, aber das ist halt auch wirklich nervig. Aber das meine ich, dieses Rettungsding jetzt. Oh, aber ich hasse die Stelle, ey. Das ist richtig nervig, die Stelle. Ist die Frage, geht's... Also,
glaube, ich gehe lieber oben rum. Da drin waren wir schon. Nächster Raum, Freunde. Nächster Raum, aber wow. Und da unten ist ein Sniper einfach. Ja, geht drüber, war klar. War klar. Okay, aber hier geht es also auf jeden Fall weiter. Erstmal zumindest. Wir gehen erstmal nach oben. Also das Ziel muss sein, irgendwas zu finden. Ziel muss sein, irgendwas zu finden, wo wir uns, wo wir speichern können. Oder schon ein bisschen Geld. Okay, wir sind zumindest mal ein bisschen weiter oben. Haben viel Leben verloren. Komm schon, Speicherpunkt. Speicherpunkt, bitte. Gib mir einen Speicherpunkt. Dann muss ich nicht so weit laufen. Dann habe ich hier was. Oh krass, guck mal, wie weit oben wir sind. Das ist... Vielleicht hinter dieser Tür. Mollys Lagerhaus. Was? Wir kommen jetzt echt oben wieder raus. Schauen wir erstmal nach links, gell? Aber durch die Tür kommen wir halt auch nicht. Jawohl. Sehr schön. Genau das wollte ich doch. How can I help you? Ich will gucken, ob ich hier noch was leveln kann. Kritischer Schaden um 25 magische Kraft. Machen wir hier. Kritische Trefferchance, oder? Wie viel haben wir denn dann Crit-Chance? 18% schon, das ist ordentlich. Ja, hier ist zu, oder? Ja. Wo gibt's denn die ganzen Schlüssel? Jetzt mal ehrlich. Okay, da rauszufallen, das wär richtig dumm, weil da komm ich nicht mehr zurück. Dann kann ich den Weg nochmal laufen. Süßigkeiten, aha. Ist das für den... Das könnte für ein Timothy sein, oder? Ja, okay, vielleicht auch nicht. 90 Sekunden lang den Angriff um 25% erhöhen. Aber halt die Abwehr verringern. Okay, das hier ist eine Sackgasse leider. Hier könnte es oben weitergehen. Ich hoffe mal, dass es hier noch ein bisschen was gibt. Eriuswald. Krass. Wenn man halt keinen Plan hat, ob man hier überhaupt sein darf. Wisst ihr, was wir auch bald machen? Wir gehen nochmal zum Robert, sobald wir können. Und kaufen uns die gute Wolle. Wir haben nämlich jetzt genug Geld dafür. Erhältst einen Apfel. Wow. Genau, wir haben jetzt genug Geld dafür. Und da können wir nämlich der Oma... Können wir nämlich die bessere Wolle geben. Dann bekommen wir da vielleicht auch was Schönes. Wie war das? Ein Schal oder so? Wollte sie stricken für Molly? Weil die so freizügig rumläuft oder so? Irgendwas war da doch. Sich doch darüber beschwert. Aber solange es hier einen neuen Weg gibt, sind wir mal zufrieden und gehen da einfach weiter, würde ich sagen. Hat er mir gar keinen Schaden gemacht? Boah, 500 Gold, wow. Die wirft einfach Steine, okay. Ich krieg bestimmt irgendwann noch so Bomben oder sowas. Ich meine, was gibt's jetzt sonst noch? Ein Dreifachsprung wird es nicht geben, dann gibt's nie ein Spiel. Okay, krass. Gehe ich jetzt nach rechts oder nach oben? Ja, klar. Och, come on. Also sowas ist halt wirklich...
Ja, wenn Flora wird mit mir den Boden wischen, klar. Also, das sind Designentscheidungen drin. Ich laufe diesen Baum hoch und denke mir, okay, kann ich da nach unten? Was ist das? Spring und bin direkt tot. Come on, ey. Ich will wirklich nicht haten, aber come on. Das ist halt mega nervig. Es gibt halt überhaupt keinen Grund. Also, ja, nee. Ich denke ja, ihr seht es genauso wahrscheinlich. Dass das ein sehr unnötiger Tod war. Aber hey, dafür haben wir jetzt wieder volle Leben. Dafür haben wir doch jetzt wieder volle Leben. Und wir müssen gucken, dass wir nirgendwo runterfallen, weil das jederzeit der Tod sein kann. Hier zum Beispiel sollte man nämlich auch nicht runterspringen dann. What, was ist das? Hallo? Ah, schon wieder Drunken Pirates. Very busy. Very important mission. We're building an Aufzug. Mare Elevator up the finishing the job. Shut up, you knucklehead. Can't you see their blacksmith mercenaries? Oh, der ist ganz so betrunken, der andere Kerl, oder? Go away. Leave us alone. Schon ein bisschen, aber nicht ganz so arg. So, heißt das, ich kann hier hochfahren? Das heißt, ich kann hier rein und dann hochfahren. Das heißt, neuer Boss. Wow. Nicht mein Ernst. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, da wäre eine Wand da hinten. Ich mag dich. Ich dich... Nee, komm. Aber Moray, könnte es sein, dass ein neuer Boss kommt? Kann schon sein. Jetzt bin ich einfach nochmal runtergefallen. Das ist halt... Es tut weh. Es tut wirklich, wirklich weh. Und jetzt haben wir halt das Level-Up auch noch. Das wäre... Während Boss gekommen... Na ja, gut, während ein Boss kriegen wir eh keine Erfahrung. Aber ich gehe jetzt gleich mal nach rechts. Da haben wir nämlich, wow, auch noch nicht. Kommt hier der Boss? Okay, nee, zum Glück. Boah, das wäre richtig bitter gewesen. Okay, ich muss vorsichtig sein, krass. Ich dachte, hey, das hat sich gleich erledigt, aber vielleicht doch nicht. Nein! Ja, klar. Puh. Das war hart, tatsächlich. Das war etwas haarig. Jetzt hätte ich gerne ein Level Up. Jetzt muss ich mein Leben halt doch zurückholen, oder? Meine Erfahrung. Es ist nicht so viel. Ich will jetzt erst wissen, was hier ist. Hier kann ich halt ohne Probleme runterfallen. Hier ist es kein Ding. Der Wurm hat mir ein kleines bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Die können sich bestimmt irgendwie verpuppen, werden dann richtig fies oder so. Schön gegen alle Wände schlagen. Hier geht es jetzt wieder total nach unten. Das waren die heulenden Klippen hier, gell? Vielleicht kommen wir da echt zurück. Vielleicht kommen wir auch gar nicht zurück. Ah.
kann das kaputt schlagen, glaube ich. Zumindest höre ich was. Vielleicht auch nicht. Aber es klingt nur so, wenn ich den Schlag mache. Aber es tut sich nichts, glaube ich. Ja. Okay, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich von unten dann irgendwann hoch. Ah, sehr schön. Boah, 600 Geistermagie. Ist halt wirklich teuer mittlerweile. Oh oh. Der kotzt bestimmt kleine auch. Also so klar. Zuckerstange, was kann man denn damit machen? Magische Kraft um 25%. Achso, das, doch, die haben wir ja schon mal gehabt. Die haben wir doch schon mal gehabt. Krass, ich dachte einfach, da oben geht's weiter. Aber jetzt geht's halt hier weiter, oder? Was da oben wohl gewesen wäre, da wo wir gestorben sind. Vielleicht sollten wir doch nochmal zurück. Es macht jetzt halt auch keinen Sinn, umzudrehen. Boah, krass, der schießt einfach nochmal. Das hätte ich nicht erwartet. Jetzt darf ich natürlich nicht sterben. Muss ich mal einen Heiltrank trinken. Die bringen halt so wenig, gell? Das finde ich immer ein bisschen nervig, wenn... Oh, was? Der hat hier einen Shop. Krass. Das finde ich bei so Spielen häufig nervig, wenn die Tränke irgendwie... Nur 75 Lebenspunkte heilen. Ich meine, dann sollte es noch bessere Tränke geben. Weil das bringt dann halt immer gleich viel. Je mehr Leben wir haben, desto weniger Einfluss hat dieser Heiltrank. Aktive Verkaufsstrategie. Aktive Selling-Strategie. Wenn der Kunde nicht zu dir kommt, gehst du zum Kunden. Ja, ich muss schon sagen, es ist unangenehm, immer zu ihm laufen zu müssen. Heiltrank Plus. So, genau so lobe ich mir das, Leute. Einfach nur ein bisschen rumjammern und dann kriegt man genau das, was man möchte. So lobe ich mir das. Die Frage ist, ob wir jetzt 3 von denen und 3 von denen haben können. Das wäre natürlich geil. Aber ihr seht, doppelte Heilung, dreifache Kosten. Angriff um 20%, das ist schon viel. Entferne Vergiftung, entferne Stromschlag, entferne Verbrennung. Das sind viele wichtige Sachen, gell? Wollknäuel von höchster Qualität. Eigentlich wollte ich mir das gleich kaufen. Ich gucke jetzt mal 3, aber ich habe so viel... Oh, ich kann nur 1 kaufen. Ja, okay. Ich kann nur 1 Heiltrank Plus kaufen und 3 normale Heiltränke. Also wackelige Lampe können wir halt für die Dunkelheit richtig gut gebrauchen. Aber ich hole mir einen Wollknäuel von höchster Qualität. Ein warmes und weiches Wollknäuel. Kann nur von einem magischen und heiligen Ort kommen, wo die Schafe glücklich leben und Liebeslieder komponieren. So, das kaufe ich mir. Schön, dass der auch neue Sachen hat. Das wäre natürlich ein bisschen schade gewesen, wenn er das nicht gehabt hätte. Das ist auch schade, dass wir einen Heiltrank Plus... Meine ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für eine, auf welcher Tasche das ist. Was haben sie denn da bitte geändert? Schade, dass es nur 1 Heiltrank Plus gibt, natürlich. Wow. Ein Treffer und ich bin tot, aber ich meine, ich will jetzt nicht direkt wieder einen Trank trinken. ...75 sind halt gar nichts. Das ist so wenig.
Boah, okay, da unten hin. Das ist jetzt wahrscheinlich mein Tod. Zumindest habe ich das noch mitgenommen. Ja gut, okay, ich komme. Ich habe ja gar keine Chance hochzukommen. Sollte ich mir vielleicht davor überlegen sollen. Dash und dann Sprung. Geht das? Das weiß ich nicht. Yes. Also es ging nett, aber... irgendwie hingekriegt. Boah. Wow. Oh oh. Oh oh, das heißt Gas geben, sonst bin ich tot. Oh krass, nächster Boss oder was? What cute little animals the wind has brought to us today. I predicted that you would come here. Rama Cinnamon. Like rats in a maze going after cheese, you acted exactly as I expected you to. Sorry to say, but Flora's not here. Flora's not here. You've been very mean to my companions. I think it's high time you be shown how to behave properly. And I assure you, once begun, I haven't failed to break any beast. Okay, ich bin gespannt. I'm sorry, but my mother already tried to make me a good boy, and she never succeeded. Do me a favor and leave it for later, would you? I gave my word that you wouldn't get out of here alive. I don't break my promises. The time has come for you to taste my weep. Rama Cinnamon. Na, dann bin ich mal gespannt. Also, ich meine, das wird natürlich nix diese Runde. Ich weiß nicht, ob ich einen Trank trinken soll. Um ein bisschen mehr, länger durchzuhalten. Das mache ich. Ein bisschen zu gucken, was sie kann. Oh, das erinnert voll an Dings. Oh, shit. An Hollow Knight. So ein spannender Kampf, glaube ich. Oh, was war das? Dieser Kuss. Nein, oh, ich lebe noch, krass. Boah, ich könnte es halt fast versuchen, gell? Ich habe sie fast halb. Weil das ist zu wenig. Vor allem muss man davon ausgehen, dass sie noch eine zweite Phase hat. Nein, jetzt bin ich... Was, ich lebe immer noch. Jetzt lebe ich. Jetzt lebe ich nimmer. Halb habe ich sie gekriegt. Das scheint, ich würde sagen, ganz gut. Ich würde ihnen ein oder zwei Sachen zeigen, wenn ich nicht im Amulett feststecken würde. Okay, aber das ist jetzt natürlich einiges an Weg, den wir jetzt zurückgelegt haben. Ich meine, wir könnten uns teleportieren. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten uns auch das unten mal nochmal angucken. Also ich würde jetzt nicht direkt zum Boss gehen. Würde ich nicht direkt machen. Wir könnten hier auch nochmal raus und zu der Oma gehen und ihr den Wollknäuel geben. Gibt jetzt halt noch einige Optionen, die wir haben. Ich glaube, wir... Ich habe keine Maus, gell? Ich glaube, wir schauen uns in der nächsten Folge erstmal die Truhe hier nochmal an und dann gehen wir nochmal hier hoch und dann gucken wir uns noch den Bereich, oder den können wir ja nicht, aber den Bereich hier zumindest an. Teleportieren vielleicht noch zum Leuchtturm geben der Oma den Wollknäueln. Gucken mal, also nicht direkt zum nächsten Boss marschieren. Das heben wir uns noch ein kleines bisschen auf. Vielleicht für die übernächste Folge. Vielleicht aber auch für die nächste Folge. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.